Ich will mit gutem Gewissen am Verkehr teilnehmen können. Ich will zuverlässigen öffentlichen Verkehr, den sich jeder leisten kann. Ich will keinen Menschen mehr begegnen, denen der Klimawandel egal ist und die ihn ignorieren. Future, da steckt ja irgendwie so Tour de France drin, aber auch Fridays for Future, und es ist eben der Mix von beiden. Es geht eben um Verkehr und Mobilität und auch wie das Ganze einfach in der Zukunft aussehen wird, beziehungsweise wie es aussehen kann. Mobilität ist immer ein Thema und war es auch schon immer und wird es auch immer sein. Mobilität ist ja nicht nur Verkehr, sondern auch, was man so zu Fuß geht und was auf den Straßen passiert. Und ich finde, dass es sich in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr verbessert hat. Aber es ist eben noch einige Knackpunkte gibt, wo man noch dran arbeiten muss. Mit dem Verkehr im Moment und mit der Mobilität im Moment läuft nicht alles so, wie es sollte. Und wenn wir so weitermachen, dann haben wir eventuell ein ziemlich großes Problem. Und wir, die wir das Ganze auf die Beine gestellt haben, wünschen uns halt eben eine Veränderung, beziehungsweise wir wollen eine Veränderung. Ich will, dass Mobilität in Zukunft einfacher ist! Und kein monströser Zeitraum der Organisationsberg! Also die Show ist so aufgebaut, dass es eben das gemeinsame Intro gibt, wo alle Zuschauer auf dem Platz sind und sich quasi diese Veranstaltung anschauen. Da gibt es eben so eine kleine Einleitung und dann werden die Zuschauer in so kleine Gruppen aufgeteilt und dann können die sich auf dem Gelände, dann laufen die das Gelände so in Stationen ab und an jeder Station sehen sie dann was anderes. Spielen nicht nur wir Theaterscouts hier, sondern noch weitere Leute. Das ist zum einen Theaterszenario. Und dann gibt es Isabel Jung aus dem Atelier der Worte, die auch einen Beitrag hat. Und am Ende gibt es eine große Verabschiedung, wo auch zwei Lieder gespielt werden von Nora Beisel, die extra geschrieben wurden für diese Show eben rund ums Thema. Und Fahrräder, die zur Verfügung gestellt werden, die man ausprobieren kann. Also auch gerade Fahrräder, die man jetzt nicht so im Alltag findet. Es ist nicht so ein normales Stück, wie man es jetzt vielleicht gewohnt ist, sondern Zuschauer bewegen sich, die Zuschauer sind, glaube ich, auch mehr mit einbezogen in das Ganze. Ja, das heißt, ist auf jeden Fall mal anders. Ja, ich weiß, es ist weit und du wirst es niemals einsehen, aber hast du jemals dran gedacht, zum Laden nochmal zu Fuß zu gehen? Oh, Karen, fliegst von Hamburg nach Berlin City, deine Mobilität ist shitty, kannst nicht mal Maske tragen und musst alles mit dem Auto fahren. Oh, Karen, fliegst von Berlin nach Hamburg City, deine Mobilität ist shitty, kannst nicht mal Maske tragen, denn dann kannst du ja nicht atmen. Oh, Karen. Findest du gut, fährst immer Diesel, hast was gegen's Protestieren, Neautos bei dir fast, der Menschheit viel Hass verpasst. Schön, dass ihr da seid, meine grünen Umweltschnittchen. Und es fühlt sich auch so gut an, denn ich weiß, ich tue was fürs Klima. Ich hinterlasse meinen Kindern mal eine bessere Welt. Das entspannt mich total. Hey du Arschloch, kannst du mal schneller fahren? Hey Leute, mehr Kinder bedeutet mehr Müll und mehr CO2. Kinder kriegen ist die klimaschädlichste Entscheidung, die ihr treffen könnt. Also unsere Szene beleuchtet vor allem die Zukunft und die Nachhaltigkeit. Da geht es grundsätzlich darum, dass verschiedene Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen mit ganz verschiedenen Einstellungen zum Leben und zum Klimawandel in einem Bunker aufeinandertreffen nach einer Apokalypse. Wenigstens ihr habt die Zeichen richtig gedeutet und seid vor dem von den Echsenmenschen angezettelten Weltuntergang
hierher geflüchtet. Willkommen im Kreis der Erleuchteten! Ich halte das nicht mehr aus! Ja, die zentrale Frage des Stücks ist wahrscheinlich, wer an diesem ganzen Dilemma schuld ist, an dieser ganzen Katastrophe, an dieser Apokalypse und wie es so weit kommen konnte und was wir hätten tun können, um es zu verhindern. Ja, schon die Kinder werden vor die Kamera gezerrt, um irgendwelche Scheißprodukte zu verkaufen! Ja, die anderen haben die Frage gestellt, was sie jetzt tun können, während wir das Resultat eigentlich versuchen darzustellen, was wird passiert und eigentlich das Ergebnis von dem fehlenden Handeln. Wortwandelei ist eine Mitmachaktion. Wir wollen übers Wochenende 40 Texte schreiben zum Thema Mobilität. An der Wortwandelei ist das Besondere, dass sie eigentlich die Beweglichkeit in jeder Form anspricht. Durch das Schreiben wird die geistige Beweglichkeit angesprochen, durch die Interaktivität, das heißt, dass am Ende die Texte entstehen, durch viele Personen, die jeweils eine Zeile schreiben, ist die soziale Beweglichkeit auch angesprochen und die körperliche Beweglichkeit, weil sich die Leute auch einfach von Wand zu Wand bewegen. Und ich möchte mit der Wortwandelei eigentlich auch die Leute bewegen, diese Scham und diese Hemmung zur eigenen Stimme einfach abzulegen. Und ich glaube, damit wird jeder auch angeregt, selber drüber nachzudenken und vielleicht auch selber zu handeln. Die letzte Meile. Meilenweit. Liegen Länder voneinander entfernt. Und doch will ich alle erreichen. Fahren wir mit unserem atomstrombetriebenen eindrucksvollen Großraum-SUV. Die Welt ist so klein. Wie ein Taschentuch. Nehmen wir ohne Eile. Wird geflogen. Jetzt ist eh alles egal. Egal. Was heißt das eigentlich? Ich bin vom Aussterben bedroht! Die Verkehrswende! Die Verkehrswende ist im Anflug! Alle finden mich! Böse! Alle wollen mich loswerden! Also unser Ziel mit dem Projekt ist einfach, dass wir noch mehr Aufmerksamkeit auf die Umwelt und die Klimakrise lenken können und auch, dass wir Veränderungen wollen, dass wir Veränderungen fordern und dass Veränderung aber auch möglich ist. Da gibt es auch vielleicht Sachen, die gar nicht so schwer sind, die ich vielleicht für mich ändern kann, die auch meinen Alltag nicht erschweren, sondern einfach was Kleines fürs Klima tun. Und wenn viele Leute das tun, ist es doch schon ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Er ist gefahren, fahren mit dem Fahrrad nach Schweden. Er ist gefahren, fahren mit dem Fahrrad nach Schweden. Er ist gefahren, fahren mit dem Fahrrad nach Schweden. Er ist gefahren, fahren mit dem Fahrrad nach Schweden. Er ist gefahren, fahren mit dem Fahrrad nach Schweden, um seine große Liebe Lotte aus Schweden wiederzusehen. Dankeschön. Das Besondere an dem Projekt war für mich zu sehen, wie viele Leute auch zusammengekommen sind. Und das ist immer schön zu sehen bei dieser Art Theaterveranstaltungen, wenn man sieht, dass auch Jüngere und auch Ältere dabei sind. Aber bei dem Thema war es besonders schön, weil eben der Umweltschutz so im Fokus stand und so viele verschiedene Gruppen zusammenkamen, die sich für dieses Thema halt interessiert haben. Und dadurch, dass das Projekt so sehr breit gefächert und divers war, hat man diese Blickwinkel von verschiedenen Perspektiven mitbekommen und konnte sich ja ein schönes, gutes Bild von der Message, von der Idee machen. Ich glaube, ich nehme mit, dass ich wieder mehr mich mit diesen Themen befassen muss, weil man ja doch immer wieder in eine Faulheit vielleicht auch verfällt oder in ein, ach, ja, will schon nicht so schlimm werden oder, also genau, das ist, glaube ich, immer wieder gut, mit diesen Themen konfrontiert zu werden. Und für mich persönlich
werde ich mir jetzt mehr Gedanken machen, wie ich von A nach B komme oder wie ich auch als Individuum in dieser Mobilität und mobilen Welt agiere, um was ich besser machen kann und wie ich auch mit meinen Mitmenschen umgehe. Weil im Endeffekt ja die Lösung dann dadurch kommt, dass viele Leute vielleicht Schritte gehen, anstatt wenig Leute, die große Schritte gehen.